Hallo und ganz herzlich willkommen bei Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk und ich grüße erstmal alle Erdzeichen. Das heißt den lieben Stier, die liebe Jungfrau und den lieben Steinbock zu eurem Reading, eurem Single Reading. Das Ganze ist quasi ja für alle, die im Sonnenzeichen ein Erdzeichen haben, also ein Steinbock, ein Jungfrau oder ein Stier oder auch im Aszendenten, im Venus und im Mondzeichen. Natürlich sind doch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Ich lege mit dem Witch Tarot für euch. Und genau, Tarotkarten haben keine Macht über euer Leben. Ich bereite die Karten jetzt mal parallel schon mal vor. Macht die Legung auch bitte nur zu eurer Legung, wenn du damit in Resonanz gehst. Wenn nicht, schau gerne nochmal in eine andere Legung vorbei. Dann ist die Legung nicht für dich gedacht, weil es ja eine kollektive Legung, wie gesagt, ist. Und ansonsten schauen wir mal, wie die Energie so momentan steht. Was die Liebe so macht. Das Ganze ist dann so für die erste Hälfte im April 2023. Und ja, Personenkarten wie die Könige, die Königinnen sind immer geschlechterneutral zu sehen. Und ja, wir starten jetzt auch mal direkt durch. Okay. Da haben wir schon mal eine Karte. Ja, dankeschön. Mein Gott. Das komplett. Zack. Zack. Okay. Zwei Karten bitte noch. Okay. Damit kann man doch schon mal arbeiten. So, wie geht's los? Ja, wir haben hier fünf der Münzen. Fünf der Münzen, da geht es immer um einen Mangel. Hier kann man sagen, du fühlst dich ausgeschlossen möglicherweise. Ist auch so die Seelenmangelkarte. Man sieht das ja auch recht schön. Es ist halt Winter. Es ist alles sehr, sehr trostlos. Aber hier gibt es auch Hoffnung, weil hier ist ja so ein Schneeglöckchen schon aus dem Eis, aus dem Schnee herausgekommen, was hier schon blüht. Das kann momentan auch so ein Gefühl sein, dass du dann erfahren hast, dass dein Ex-Partner, Ex-Partnerin wieder eine neue Beziehung hat. Ja, und du noch Single bist und das Ganze zieht dich dann halt so ein bisschen runter. So das Gefühl nehme ich hier momentan wahr, ja. Okay, wie geht's weiter? Ja, wir haben hier den König der Stäbe. Ja, der Herrscher vom Feuerreich, kann man sagen. Mein Lieblingskönig. Da ist jemand, der nicht nur eine Willenskraft hat, auch eine Leidenschaft, Verantwortung, Kontrolle. Und er ist alles andere, aber kein Langweiler. Er hat Reife, Dynamik, Macht, Selbstvertrauen, auch Lebensfreude. Und vor allen Dingen die Fähigkeiten, seine eigenen Ideen immer durchzusetzen. Da ist auch jemand, der labert nicht lange um den heißen Brei rum, sondern der kommt direkt auch zur Sache. Ohne Umschweife, was er will, das sagt er dir auch direkt. Wenn er jemand erobern will, dann merkst du das definitiv, weil Leidenschaft ist hier sein zweiter Vorname. Er kann auch Menschen begeistern, Menschen mitreißen. Er ist quasi der Herzenskönig. Ein Mann mit Tatkraft, er geht seinen Weg auch geradeaus. Das könnte ein Schütze, Löwe, Widder sein, der in dein Leben kommt. Und ihr wisst ja, das Element Feuer, Stabenergie, ist die schnellste Energie im Tarot. Ja, und wir haben hier den Ritter der Münzen. Münzenergie, wieder eine ganz andere Energie, die ist eher sehr beständig, sehr ja, tatkräftig, eine Energie, ja, die schon anders ist als die Feuerenergie, ist auch eine sehr langsame Energie, aber dafür steht der Ritter der Münzen für Ausdauer, für Durchhaltevermögen, auch für Bescheidenheit, Stabilität, Verlässlichkeit und für dich heißt es hier gelassen auf die Dinge zugehen, die da kommen. Weil du kannst jetzt hier alles auch konkret erreichen, nur es dauert etwas. Das kann auch dafür stehen, dass hier jemand mit seinem Rat dir helfen möchte. Da das aber das Element Erde ist, Steinbock, Jungfrau, Stier, ist das also eure Energie. Du wartest hier quasi auf die richtige Person.
Das kann auch sein, dass diese Energie hier gespiegelt wird. Bekomme ich hier auch nochmal rein. Du suchst auf jeden Fall jemand, ja, der genau diese Dinge, die ihm auch wichtig sind, ja. Das heißt wie Stabilität, Verlässlichkeit, auch Ausdauer. Und auf diese Person kannst du dich definitiv verlassen. Auf dieses Angebot kannst du dich verlassen. Es ist kein stürmischer Liebhaber. Aber was er in seinen Bann gezogen hat, das verfolgt er auch. Und das lässt er auch nicht so schnell los. Ja, also nicht, wenn es ein bisschen unbequem wird, ist er weg. So jemand ist das dann nicht, ja. Okay, wie geht's weiter, ihr Lieben? Ja, wir haben ja 10 der Stäbe. 10 der Stäbe heißt immer in erster Linie, du hast ein Brett vorm Kopf. Nicht wirklich, aber du hast momentan so viel zu tun. Das ist alles so belastend momentan, dass du es zwar noch schaffst, du bist also jetzt nicht im Burnout, aber du merkst gerade so richtig, boah, es geht jetzt. Also es ist jetzt echt too much gerade. Ja, und dadurch, dass du so viel zu tun hast, siehst du auch den Weg nicht mehr. Ja? Und dieses Holz hier, diese ganzen Stäbe, das sagt, wie gesagt, ich gerade so aus Spaß, nur da hast du ein Brett vorm Kopf. Du siehst den Wald vor Bäumen nicht mehr. Und da muss diese Energie musst du natürlich heraus, weil wenn jetzt hier jemand steht, der dir ein Liebesangebot macht, den wirst du ja gar nicht sehen. Da wirst du sogar vorbeigehen, das kriegst du gar nicht mit. Ja? Wow, was ist das denn hier? Wie geil. Die Sonne. Die Sonne ist eine Karte aus der großen Arkana, und zwar eine Glückskarte schlechthin, ist die Karte Nummer 19. Und hier die Karte, die Sonne steht immer für Klarheit, für großes Glück, auch für erfüllte Hoffnung. Und ich sage immer, das große Jahr im Tarot. Auch ein Kinderwunsch kann ja sehr positiv beantwortet werden. Und dieses Kind auf dem weißen Pferd steht immer für alles Neue. Also nicht für neues Baby, sondern erstmal alles Neue. Ohne Sonne kein Leben auf der Erde möglich. Du siehst, die Sonne scheint hier wunderschön und die Sonnenblumen blühen hier. Und er sitzt hier auf dem weißen Pferd. Weiß ist die Farbe für Unbeflecktheit, für ja, alles Reine, für alles Wahrhaftige. Du kannst hier wirklich konkret handeln und zwar sehr selbstbewusst, weil ja, das ist in der Liebe wird hier eine ehrlich gemeinte Liebe kommen. Ja, das ist nicht hinten rum oder sowas, sondern die ist sehr wahrhaftig, die ist sehr, sehr ehrlich. Also eine wunderschöne Energie, ihr Lieben. Ja, ich brauche noch mal weitere Karten. Ja, Verzeihung, ich bin wie gesagt immer noch recht krank, ich bin noch nicht fit. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, für euch die Single Readings noch zu machen. 5 Karten bitte, liebes Universum. Ich brauche nochmal weitere 5 Karten. Dankeschön. Eine haben wir schon mal. Ja, dass ihr nicht so lange warten müsst, packe ich die hier schon mal rein. Die Karma-Karte ist der Mond. Ja, bei dem Mond auch eine Karte aus der großen Arkana. Die Karte 18, anders als die Sonne. Bei dem Mond geht es halt immer um dein Unbewusstes, Unterbewusstes und deine Sehnsüchte, deine Ängste. Aber alles, was tief in dir schlummert, können auch verführerische Illusionen sein. Und immer wenn der Mond kommt, dann heißt das natürlich, dass du erstmal keine klare Sicht hast, weil der Mond ist immer der Vernebler im Tarot. Hier geht es darum, dass du erstmal, ja, ich sag mal, vorsichtig agierst. Keine Entscheidung triffst, weil du noch nicht alle Fakten auf dem Tisch hast. Ja, und deshalb geht es einfach darum, dass man hier versucht, Abstand von einer Situation zu bekommen, nicht übereilt sich zu entscheiden, sondern wirklich ja, langsam. Ne? Sich nicht hinters Licht führen lassen, kann man hier auch sagen an dieser Stelle. Okay, wie geht's weiter? 3 der Münzen. Ja, 3 der Münzen. Ist auch eine sehr beständige Energie, sehr, sehr tatkräftig, kann man auch sagen. Denn hier geht es immer darum, es wird was in Gang gebracht und es kommt auch was in Stabilität. Nur, du sollst natürlich hier auch Dingen gewisse Aufmerksamkeit schenken. In der Liebe, das ist eure Energie, ne? Steinbeck, Jungfrau, Stier. In der Liebe kann es sogar so sein, dass du jemanden kennenlernst. Münzenergie ist ja eine sehr langsame Energie im Tarot, aber das ja nach einer gewissen Zeit auch sofort zusammenzieht, weil ihr erkennt, das ist mein Gegenüber, was ich immer schon gesucht habe. Die Möglichkeit besteht hier an dieser Stelle, ja? Wow, wow, wow. Wie geht's hier weiter? Ja, 4 der Kelche. Da ist jemand genervt. Du lehnst etwas ab, du hast keine Motivation,
Das Leben bietet dir etwas an, du sagst aber, will ich nicht. Das ist nicht okay, weil hier bekomme ich definitiv rein, greif zu, mach es und zwar jetzt. Ja? Das betrifft dein Gefühlsleben, definitiv. Und ich merke hier einfach, neues Glück, alte Verletzung. Man hätte jetzt auch hier die Frau hinmachen können und hier den Mann. Das ist völlig egal, das kennen wir ja alle. Dass es hier auch wieder mit Blockaden zu tun hat. Ja? Da ist ein Kelch unterwegs zu dir, der dir gehalten wird. Du guckst da aber gar nicht hin, weil du kein Interesse hast. Ja? Und warum hast du kein Interesse? Möglicherweise aus wieder Angst, wieder verletzt zu werden. Das ist zwar richtig, wenn du natürlich sagst, naja, ich gehe gar kein Risiko mehr ein, dann wirst du zwar auch nicht mehr verletzt, aber dann wirst du auch keine Beziehung mehr finden. Sondern man muss natürlich immer wieder sagen, okay, wie heißt das immer so schön, ich kriege hier gerade so ein Bild rein, wenn ich hingefallen bin, stehe ich wieder auf, Krone richten, weitergehen. Ich weiß, das ist jetzt ganz einfach gesagt und ich habe das, glaubt mir, liebe Leute, ich habe auch schon genug Beziehungen hinter mir, das ist immer nie angenehm. Das tut auch verdammt weh und das ist auch nicht schön. Und das will eigentlich auch keiner. Aber manchmal ist das einfach so. Und manchmal gibt das Universum dir, ich sage mal, nichts passiert ohne Zufall. Und manchmal hat das auch alles einen tieferen Sinn, den du vielleicht jetzt auch noch gar nicht verstehst, aber irgendwann verstehen wirst. Ja? Das ist aber eine sehr spannende Energie hier. Vier der Stäbe. Ja, ihr seht, vier der Stäbe, da gibt es ja schon mal was zu feiern. Hier sieht man ja schon mal, da sind welche am Tanzen, das geht hier auch immer um die Seelenpartnerschaft. Vier der Stäbe, die Zahl 2244 geteilt durch 2. Das heißt, so Allseelenzeichen ist die 2. Also Menschen, die ohne Wenn und Aber zusammenpassen. Also du hast hier wirklich die Chance auf deinen Seelenpartner. Und das könnte ein Feuerzeichen sein, nämlich ein Schütze, Löwe oder Widder. Ist auch immer, es zeigt immer eine sehr stabile Energie an. Also erfolgsversprechend. Sehr, sehr schön. Welche Person könnte das sein? Ja, die Königin der Kelche. Die ist nämlich als Karte nochmal gekommen. Ja, Königin der Kelche, das ist das Element Wasser, was wir hier haben. Da geht es natürlich auch immer um die Gefühle. Oder sich auch einer Sache oder Beziehung sich ganz hingeben können. Sich entspannen und aus dem Gefühl heraus handeln. Einfach mal den gefühlsvollen Weg gehen. Und das ist immer so die Herzenskarte. Ne? Die ist immer sehr sensibel. Die ist auch sehr kreativ. Und das ist so das Sinnbild der Herzensdame schlechthin. Ne? Eine sehr sanfte Energie. Und du siehst ja auch, die sitzt hier in ihrem Muschelthron, guckt auf das Meer hinaus. Und sie ist, ihr Herz ist voller Gefühl. Sie ist voller Liebe. Ja, aber auch sehr, sehr... Ja, verzeiht mir, ihr Lieben, da ist mir doch tatsächlich der Akku auf Null gerutscht. Ich habe das gar nicht mitbekommen und plötzlich war die Kamera aus. Da merkt man einfach, dass ich noch nicht wirklich fit bin und normal würde ich sowas vorher bemerken. Da bitte nochmal um Verzeihung. Ja, wie gesagt, eine sehr sensible Person kann das sein, eine sehr sensible Energie. Anders als ein Feuerzeichen, aber auch mit dieser Person kannst du eine sehr gefühlsvolle Liebesbeziehung aufbauen. Ne? Das kann, wie gesagt, ein Fisch, ein Skorpion, ein Krebs sein. Ja, ihr Lieben, ich würde euch ganz gerne zum Abschluss auch nochmal eine Karte aus der, ein Herzchen hier aus dem Liebesorakel ziehen, was das Liebesorakel nochmal für eine Botschaft für die Singles hat hier. Wir wollen mal eben schauen. So langsam verlässt mich auch meine Stimme ganz. Deswegen muss ich mich jetzt hier mal beeilen, sonst... Ja, tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich das Richtige ist. Ja, das ist die Energie, ihr Lieben. Und wie gesagt, dein Herz kennt die Antwort. Ja, ich lasse die Legung jetzt hier mal für dich so stehen. Wenn du mit der Legung in Resonanz gehen konntest, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir ein Like da lässt. Wenn du mich unterstützen möchtest, würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Das würde meinem kleinen Kanal wirklich sehr, sehr helfen. Dir auch, denn du verpasst auch kein Video mehr von mir und das Ganze ist natürlich kostenlos und völlig unverbindlich. Und über ein nettes Kommentar freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal gerne bei allen bedanken für die netten Genesungswünsche, die vielen Kommentare, die vielen Likes und die vielen Abos. Ich danke euch wirklich sehr. Und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, in der Liebe besonders. Und ja, wenn wir uns vor Ostern nicht mehr hören sollten, wünsche ich euch natürlich auch noch bezaubernde
Ostern, besinnliches Osterfest. Alles Liebe, alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.